Hallo und herzlich zu unseren diesmonatigen Kurztipps, die wir euch haben aus aktuellen, nicht aktuellen, vergangenen, kommenden oder sonstigen Filmen. Schauen wir mal, was Steffen so sagt. Aktuellen, kommenden und sonstigen Filmen? Na, irgendeinen Film, den du empfehlen möchtest. Einen Film, den ich empfehlen möchte. Sehr schön. Trifft mich ja völlig unvorbereitet. Ja, das ist das Gute dran. Aber ich möchte an dieser Stelle vielleicht darauf hinweisen, dass ich zurzeit viel mehr Serien schaue, als ich Filme schaue. Und deswegen empfehle ich The Dead Boy Detectives. Eine, wie ich finde, großartige Serie aus dem Bereich der neu angebotenen Streaming-Serien auf den großen Streamern, eben bei Netflix, um es genau zu sagen. Und das stammt aus dem Sandman-Universum. Sandman, meines Erachtens, die beste Umsetzung eines Comicstoffs als Serie, die bislang rausgekommen ist. Und schon in den Comics gab es eben diese untoten oder eigentlich toten Detektive, die aber trotzdem leben und die die übersinnlichen Fälle lösen. Das heißt, andere Geister, die Probleme haben und deswegen nicht ins Jenseits können zum Beispiel, die kommen zu denen und sagen, ich habe da so ein Problem, und dann lösen die das. Und das ist sehr toll umgesetzt, macht sehr viel Spaß. Neil Gaiman, der große Neil Gaiman, der auch Sandman gemacht hat, steht als Autor dahinter und hat sich da auch als Producer mit eingebracht. Hat er toll gemacht. Und das Schöne ist, es gibt zwar bislang nur eine Staffel und man weiß nicht, ob es auch eine zweite geben wird, ist ja heutzutage immer ein bisschen schwierig, aber sie haben das so geschrieben, dass sie sowohl einen Abschluss hinten gefunden haben, wo man aufhören könnte, aber auch einen Anschluss, wo es weitergeht. Und deswegen, wenn ihr so ein bisschen so auf übersinnliche Sachen steht, die so ein bisschen dark sind, meine Empfehlung, Dead Boy Detectives. Heiko. Mein Film ist nicht aktuell, der ist von 2007, aber ich habe ihn deshalb dabei, weil ich vor kurzem erfahren habe, dass der Tom den Film von 2007 erst vor kurzem zum ersten Mal gesehen hat. Und da ist mir eingefallen, das darf doch nicht wahr sein, ist ja einer meiner Lieblingsfilme. Und zwar ist empfohlen. Ja, und zwar ist es der hier, No Country for Old Men, von den Coen-Brüdern, die aber in dem Film, finde ich, sich so ein bisschen Richtung Tarantino bewegen. Es spielt ganz kurz an der texanisch-mexikanischen Grenze ein, also spielt in der heutigen Zeit, 2007, ist fast wie heute, so eine Art cooler Cowboy findet Drogengeld und denkt, er kann sich da ein schönes Leben machen. Dann allerdings ist dann sein Leben vielleicht nicht mehr ganz so lang, wie er sich das vielleicht wünscht. Er hat dann gleich zwei Verfolger an seinen Hacken. Also er wird gespielt von Josh Brolin, genial. Er wird verfolgt von einem Sheriff, das ist kein geringerer als Tommy Lee Jones, und ein ganz unbändiger Killer, nämlich gespielt von Javier Bardem mit einer Scheißfrisur. Allein die Frisur lohnt sich, den Film anzugucken, und macht dem Josh Brolin das Leben schwer. Es ist unheimlich spannend, und wenn man es nicht besser wüsste, wird man sagen, könnte ein Tarantino sein. Das ist tatsächlich das, was ich danach gesagt habe. Das ja? Könnte Tarantino sein. So gut. In Reutlingen gibt es ein größeres Kino, das monatlich zwei Aufführungen hat unter der Bezeichnung Kult Sneak, also quasi das Konzept einer Sneak Preview mit einem vermeintlichen Kultfilm, den man eben deswegen nicht kennt, also nicht weiß, was kommt. Und da lief das vorletzte Mal die beste Stephen King-Verfilmung, die es gibt. Es gibt keine gute Stephen King-Verfilmung. Das Ding. Und das Ding ist nicht von King. Nee, ist Krabbe. Und das ist ein Film, der in nahezu jeder Chartplatzierung von Filmcharts, die es gibt, mindestens auf Platz 2, überwiegend auf Platz 1 gelandet ist. Tim Robbins, Morgan Freeman, The Shawshank Redemption, die Verurteilten. Oh, okay, mehr doch, muss man nicht sagen. Es gibt eine gute. Auch da wird Steffen jetzt sagen, dass es gute Stephen King-Verfilmungen gibt. An die habe ich gerade noch nicht gedacht. Von denen gibt es nämlich noch mehrere, wie zum Beispiel The Green Mile oder Stand By Me. Green mit Mile Abstrichen ist auch, super, auch Running Man und The Shining. Gibt So, in diesem Sinne, schönen Monat euch. Geht ins Kino, schaut Streaming, macht irgendwas, geht auch raus und genießt das Wetter, und immer noch wählt keine.